Namaste. Ich habe mit diesem Video für dich eine sehr schöne, wohltuende Morgenpraxis kreiert. Sie ist deswegen als Morgenpraxis gut geeignet, da wir den gesamten Körper durchbewegen und mobilisieren wollen und damit auch erfrischen wollen und ihn so auf den Tag vorbereiten, sodass du mit einem einfach einem freien, lebendigen Gefühl in den Tag starten kannst. Natürlich kannst du das auch, diese Praxis, immer dann machen, wenn du dich lange nicht bewegt hast, vielleicht einmal zwischendurch, wenn du lange am Schreibtisch saßt, dich einfach nochmal erfrischen möchtest. Es ist genauso gut geeignet. Wir werden in dieser Bewegungspraxis in Variation des Ausfallschritts gehen, da ein paar Dehnungen und Drehungen anbauen und dann mal nach oben gehen in den Helden. Alles relativ bodennah, lebendig und einfach so, dass es wohltuend und erfrischend sein kann. Also, lass uns beginnen und die Matte ausrollen. Such dir einen gemütlichen Sitz aus. Wenn du ihn gefunden hast, dann ja, kann es auch ein Schneidersitz sein, in dem ich jetzt bin, oder ein anderer für dich gemütlicher Sitz. Dann lass dein Becken einfach schwer nach unten sinken, vielleicht auf einer Sitzunterlage. Und kuschel dein Becken nach unten. Und dann rakel dich mit dem Oberkörper hoch. Mach ruhig so ein paar Bewegungen für den Oberkörper. Schwingen, kreisen, Schulterkreisen. Schau einfach für dich mal nach innen, was jetzt dein Oberkörper braucht. Und das kann sein, dass du das Gefühl hast, ah, da ist was fest im Rückenbereich oder im Schulterbereich. Da möchte ich mich mal hinbewegen oder da spannt was. Und einfach vom Gefühl her vielleicht so, dass ja, das also Fasern, so Muskeldehnungsfasern auftauchen, wo du mal so ein bisschen Dehnung einfach genießen möchtest. Oh, dann beginnen die Arme nach oben zu räkeln. Und jetzt zieh dich abwechselnd hoch. Also mal den rechten Arm richtig hoch, richtig lange rechte Flanke. Hüfte, Becken bleibt schwer. So den linken Arm nach oben räkeln. Zieh dich hier lang in der gesamten Seite. Spür den Stretch und dann mach das abwechselnd rechts und links hochwachsen, sodass du einfach mit mehr Größe, innere und äußere Größe in den Tag eintauchen kannst. Und nochmal einatmend hochstrecken und ausatmend eine Seitbeuge nach rechts. Rechten Arm aufstützen, linken Arm nach rechts. Lass die linke Hüfte schwer, ja, gut geerdet. Und jetzt spiel ein bisschen mit der Seitbeuge. Also hineinfedern in die rechte Seitbeuge. Und dann kannst du gut spüren, das dehnt jetzt die gesamte linke Flanke. Such dir auch hier Fasern, so Körperfasern, Muskelfasern, Bindegewebsfasern, die sich freuen, wenn die da so ein bisschen Elastizität und Spannkraft bekommen. Und atme in die linke Seite. Also mit dem Einatmen nach oben, beide Arme hochregeln. Vielleicht gibt es einen Unterschied, rechts und links. Im nächsten Ausatmen die Seitbeuge nach links, linken Arm aufstützen, rechten Arm über dem Kopf ausschwingen. Rechte Hüfte bleibt gut geerdet. Und jetzt spür die Dehnung in der gesamten rechten Flanke und spiel mit dieser Dehnung. Also mal hineinfedern, hineinschwingen. Und überall, wo es so ein bisschen zieht, dann ist das so ein Dehnungsimpuls für das Gewebe. Es braucht es, ja, um die Fasern wieder auszurichten, um eine Struktur zu bekommen. Schick die Atmung in die rechte Flanke. Und wenn du magst, dann vertiefe in dieser Praxis die Einatmung. Im Yoga steht die Einatmung für Prana, also die Lebensenergie, die wir aufnehmen. Und mit ein bisschen tieferer Einatmung nimmst du eben auch mehr dieser Lebensenergie auf. Einatmen, streck dich hoch, räkel rechts und links nochmal hoch. Ausatmen, eine Drehung nach rechts. Rechte Hand nach hinten stutzen, linke Hand irgendwo an das Bein, wo es für dich gut ist. Nochmal Becken schwer werden lassen. Und jetzt schraub dich nach rechts hoch. Und auch hier, so rechte Schulter zurücklehnend, kannst du mit der Drehbewegung ein bisschen spielen. Also sei nicht so fest, nicht so statisch, sondern mal höher räkeln mit dem Brustbein, mal ein bisschen einrollen, ja, oder mal weiter nach rechts hoch verwringen.
Spür einfach wieder für dich, was tut dir jetzt gut? Wohin magst du dich dehnen? Welche Fasern deines Körpers genießen das jetzt? Dann atme auch hier wieder tief. Atme diesen Tag ein, all seine Möglichkeiten, die vor dir liegen. Und mit dem nächsten Einatmen streck dich zurück, beide Arme hochrecken. Ausatmen, dreh dich nach links. Einfach linke Hand aufstützen, rechte Hand an dein Bein. Und dann schwingen und feder dich auch hier in die Drehung nach links. Ja, also überhaupt nicht geht es darum, so wirklich fest zu sein oder auszuhalten, sondern einfach mit kleinen oder größeren Bewegungen in dieser Haltung anzukommen. Also nichts Festes, nichts Statisches, sondern etwas Lebendiges, Erfrischendes. Tief durchatmen. Ja, nochmal einatmen, tief ausatmen. Und mit dem nächsten Einatmen schwing dich zurück, streck die Arme hoch und ausatmen, bring die Hände zurück und schüttel die Arme ganz locker aus. Du brauchst sie heute sicherlich viel, sind gefordert. Auch die Finger übrigens, ja, ruhig mal die Finger bewegen. Ja, kannst du ganz locker bewegen oder mal Fäuste machen und Finger öffnen. Wenn du die Arme und Hände ausschüttelst, dann achte einfach darauf, dass die Handgelenke nicht so sehr schlackern, weil es ist dann so in den, hängst du so ganz in den Bändern, die dann so locker werden. So einfach nur einfach sanft ausschütteln, das reicht schon. Gut. Dann mache eine Faust jeweils und jetzt beginnt die Faust so ganz leicht zu kreisen. Und das ist nochmal sehr schön in alle möglichen Richtungen, um die Handgelenke durchzubewegen. Gut, okay, dann leg die Arme wieder zurück, schüttel nochmal die Schultern aus. Heb den rechten Arm nach oben, bring jetzt die rechte Hand an das linke Ohr. Neigt den Kopf sanft nach rechts. Und nur, dass du hier am Kopf drückst oder reißt, einfach nur die rechte Hand als etwas Schweres für den Kopf nutzen. Und dann suche ich mit kleinen Bewegungen jetzt so schöne dehnende Fasern im linken Nackenbereich. Und da findest du sicherlich welche. Atme. Wenn es ein bisschen knackt und knischelt, ist das normal, gerade wenn du so aus der Ruhe kommst. Und dann komm wieder zurück, linken Arm nach oben und dann die linke Hand zum rechten Ohr, Kopf nach links neigen und such dir auch hier sanft Dehnungen, Fasern, die sich freuen. Und manchmal knackt es und knischelt es auch hier in der rechten Seite des Nackens. Das ist immer so eine Einladung des Körpers und der Facettengelenke, die die Wirbel miteinander verbinden, sich ein bisschen mehr zu bewegen. Tief atmen. Und dann löst wieder auf und wechsel zum Vierfüßler. Gut, bitte auch so ganz leicht und frei für dich durchreckeln, durch den Körper hindurch schlängeln. Such dir auch hier wieder Bewegungen, die dir gut tun, die dich beleben und erfrischen. Jetzt kommt es am Katzenbuckel. Roll dich ein, zieh den Bauchnabel hoch, heb die Flanken, drück die Hände nach unten, roll den Kopf ein, schau Richtung Oberschenkel oder Becken. Dann der Pferderücken, tauch mit der Wirbelsäule ein, tauch in den Schultergürtel ein und heb dann das Brustbein nach vorn hoch, bring den Blick nach vorn. So, wenn wir das jetzt weitermachen, dann beginn jetzt immer am Beckenbereich. Also erst das Becken einrollen, Steißbein runterschieben, dann die Lendenwirbelsäule hochziehen, Bauchnabel hochziehen, dann wandere Richtung Brustwirbelsäule, schieb dich hier hoch, schaff Weite zwischen den Schultern und roll am Ende den Kopf ein. Jetzt wieder am Becken beginnen, erst das Becken nach vorn kippen, den Bauch entspannen, die Lendenwirbelsäule nach unten fließen lassen. Dem Brustbein nach unten sinken, in die Schultern glatten, am Ende den Kopf heben. Ja, mach das nochmal weiter. Beginn immer wie eine Welle vom Becken durch den Rücken fließen zu lassen. Wirbel für Wirbel,
bis zum Kopf. Einfach ein paar Mal. Ja, das ist eine kleine Bewegung für die Segmente deines Rückens. Also nicht der gesamte Rücken bewegt sich auf einmal, sondern seine Segmente bewegen sich unabhängig voneinander. Und das ist eine wundervolle Möglichkeit, dass der gesamte Rücken wirklich lebendig und beweglich und mobil werden kann. Und das massiert die Bandscheiben, bewegt die Facettengelenke. Noch eine Runde. Und wenn du dann im nächsten Pferderücken angekommen bist, also nach unten eintauchst, dann lass dein Becken über den Knien und wander mit den Händen nach vorn, Schritt für Schritt. Tauch mit der Stirn auf deine Yogamatte ein. Leg dich hier gemütlich ab. Und wenn du möchtest und es ein bisschen aktiver möchtest, dann komm auf die Fingerkuppen bitte. Und dann bleiben die Arme lang gestreckt und legen sich nicht am Boden ab. Also auf den Fingerkuppen ist es ein bisschen aktiver für die Muskulatur. Und jetzt atme wieder tief durch. Und lass derweil dein Brustbein und dein Herzraum nach unten schmelzen. Gerne auch hier mit kleinen Bewegungen hineinreckeln in diese Dehnung der Schulterpartie und des oberen Rückens. Und wechsel zurück in den Vierfüßler. Stell die Füße auf und schieb dich hoch in den abwärts schauenden Hund. Lass die Knie gebeugt, drück die Hände nach unten, schieb dein Becken hoch, rechte und linke Hüfte hochschieben. Rechte und linke Seite verlängern. Dann schieb beide Hüftgelenke hoch und senk die rechte Ferse nach unten, während die linke sich hebt. Spür den Dehnungsstretch im rechten Bein. Wechsel nach links, linke Ferse tief senken, rechte Ferse heben. Spüre die Dehnung, linken Bein. Und dann wechsel nochmal nach rechts. Und jetzt beginnt so eine kleine Federbewegung. Ja, Federbewegungen sind weniger für die Muskulatur, sondern mehr für das Bindegewebe und die Faszien interessant. Seitwechsel links nach unten federn. Und dann heb beide Fersen hoch, schieb dein Becken hoch und senk beide Fersen tief. Mach nochmal diese kleine Federbewegung. Ja, jetzt eher mit dem Becken. Und lass so Bewegungswellen durch den Körper strömen. Einfach für dich mal probieren. Ja, so Federn schütteln, vielleicht auch kleine Hüpfer machen. Und dann komm wieder an im Hund, atme aus, atme ein, roll dich vor in die Planke, den hohen Liegestütz, schieb dich ausatmend wieder zurück in den Hund, Becken nach oben, Fersen tiefer, einmal einatmen, vorrollen, hoher Liegestütz und jetzt komm in deinem Rhythmus in die Bauchlage, wenn du ausatmest. Hier erstmal die Hände etwas weiter nach hinten an den unteren Rippenbogen. Jetzt leg die Füße ab, schüttel mal dein Becken ganz locker aus. Gut, dann komm wieder an, roll die Schultern abwechselnd zurück. Und jetzt stell dir vor, du schlängelst dich immer so ein bisschen höher, deine erste Cobra, deine erste kleine Rückbeuge. Und dann komm wieder ein Stück tiefer mit dem Brustkorb. Jetzt setzt die Hände auf die Fingerkuppen. Ein bisschen aktiver, komm in eine kleine Rückbeuge, Schultern fließen zurück. Und jetzt drücke die rechte Hand nach unten mit den Fingerkuppen, dreh dich nach rechts, vielleicht sogar der Blick über die rechte Schulter und dann senk wieder zurück das Brustbein Richtung Erde. Mal nach links, linke Hand in den Boden drücken, nach links aufschrauben, Blick zur Schulter, wenn du magst. Und zurück, nochmal rechte Seite, rechte Hand nach unten drücken, nach rechts hochschrauben. Und wieder zurückkommen, ausatmen, einatmen, nach links aufschrauben und ausatmen, wieder zurückkommen. Setz die Hände flach, einatmen, Schultern zurück, Cobra, ausatmen, der Hund. Tief durchatmen. Jetzt drück die rechte Hand in den Boden, richtig reindrücken, heb dein rechtes Bein langsam hoch, schau Richtung Hände, schwing den Fuß nach vorn.
Setz dein linkes Knie zur Erde und leg den linken Fuß flach ab. Und jetzt beug dein vorderes Knie. Merkst du, dein Becken sinkt nach unten und jetzt dehnst du an zwei verschiedenen Stellen die Muskulatur. Einmal oft sehr deutlich linker Oberschenkel zum Hüftbeuger und zum zweiten mehr oder weniger deutlich rechter Oberschenkel Rückseite. Ja, und jetzt federt oder schwing dich wieder so ein bisschen in diese Dehnung. Und dann lass dein Becken nach unten sinken. Erde den rechten Fuß und stell dir vor, du ziehst energetisch rechten Fuß und linkes Knie ein bisschen näher zueinander, so in dieser Diagonale zueinander. Nicht kraftvoll, nur so sanft energetisch. Stützt dich ab auf dem rechten Oberschenkel, richte den Oberkörper auf. Jetzt streck die Arme nach oben und räkel dich hoch, rechts und links. Ja, wachs in die Welt, die dich begrüßt. Und jetzt rechte Hand an die Hüfte, linke Hand an die Außenseite des rechten Knies. Also ein kleiner Widerstand. Und an diesem Widerstand kannst du dich jetzt nach rechts schrauben, nach rechts drehen. Vom Bauchraum zum Brustkorb, zur rechten Schulter schwingend drehen. Auch hier ruhig ein bisschen diese Schwingung oder Federbewegung genießen. Und dann komm an und beug dich vor zum rechten Oberschenkel. Du kannst jetzt hier bleiben, dich nochmal nach rechts aufschrauben oder wenn du ein bisschen mehr in der Drehung mitmachen möchtest, dann den linken Ellenbogen außen gegen das rechte Knie verankern. Ja, und Ellenbogen und Knie drücken aneinander. Das ist ein schöner Fixpunkt. Jetzt leg die rechte Handfläche von oben in die linke, drück von oben nach unten und dreh dich nach rechts auf und atme. Tief ein, tief aus. Mit dem nächsten Einatmen schraub dich wieder zurück, streck beide Arme hoch. Ausatmen, bring die Hände nach unten. Und jetzt schieb dich nach hinten zum linken Fuß. Rechten Fuß, irgendwann gibt es einen Punkt, da kannst du den Vorderfuß heben. Nicht jedes Knie mag das jetzt. Wenn du merkst, es reicht von den Strukturen der Gelenke, dann bleib hier, komm wieder ein bisschen zurück. Du kannst gerne mit dem rechten Fuß weiter vorkrabbeln, die Ferse wegschieben, den Fuß flexen. Und wenn du merkst, da ist noch Raum, dann setz dich ruhig mal weiter nach hinten auf die linke Ferse. Ja, es ist eine Variante für die das jetzt im linken Knie gut ist. Wenn du hier bleiben möchtest, ist das gut. Wenn du dich noch verneigen möchtest, dann krabbel nach vorn, verneige dich über dem rechten Bein. So ein wunderschöner Stretch, eine Dehnung. Atme. Es ist auch mal schön, sich zu verneigen vor sich selbst. Und dann komm wieder zurück zum abwärts schauenden Hund. Tief durchatmen und bewegen. Einatmen, roll dich vor, hoher Liegestütz. Ausatmen, tiefer Liegestütz und Bauchlage. Einatmen, Becken einrollen, Schultern zurück, Cobra nach oben recken. Ausatmen, zurückschieben in den Hund. Jetzt die linke Hand kraftvoll in die Matte drücken, drücken, drücken. Linkes Bein heben und dann schau Richtung Hände. Schwing den Fuß vor und setz dein rechtes Knie zur Erde. Auch den rechten Fuß lang absetzen. Und jetzt feder oder schwing dich wieder in die Dehnung. Also linkes Knie beugt, Becken sinkt nach vorn runter. Hast wieder diese Dehnungseffekte, deutlich sicherlich im rechten Oberschenkelansatz. Mehr oder weniger deutlich auch im linken Oberschenkel in der Rückseite. Ja, dann komm an. Und zieh wieder energetischer linker Fuß und das rechte Knie etwas aufeinander zu, ohne zu viel zu wollen. Ist nur so sanft. Ja, wenn es rutschig wäre, würde Knie und Fuß zueinander rutschen. Stütz dich auf dem linken Oberschenkel ab, streck dich nach oben, atme ein und räkel die Arme hoch. Entspann das Becken nach unten im Ausatmen und wieder einatmen, links und rechts hochräkeln.
Ausatmen, dreh dich nach links. Linke Hand an die Hüfte, rechte Hand an die Außenseite des Knies. Und jetzt auch hier, ja, mal drehen. An diesem Fixpunkt findest du Halt, also zwischen Knie und Hand. Da kannst du dich umso leichter drehen. Jetzt stell dir eine Bandstruktur vor, vom rechten Oberschenkel quer über die Bauchdecke hoch zur linken Schulter und finde so kleine Bewegungen, um dieses Band der Vorderseite zu dehnen. Atme. Otter. Jetzt neig dich nach vorn zum linken Oberschenkel. Kannst hier bleiben, dich drehen oder Ellenbogen aufsetzen. Oder wenn das machbar ist, Ellenbogen an die Außenseite des linken Knies und dann mit Knie und Ellenbogen gegeneinander drücken für diesen Fixpunkt. Die linke Hand in die rechte Handfläche. Und jetzt drück von oben nach unten und schraub dich nach links. Linke Schulter fließt zurück. Atme. Spür die Drehung im gesamten Rumpf. Und mit dem nächsten Einatmen komm hoch, streck dich wieder lang nach oben aus. Ausatmen, bring die Hände zurück und schieb dein Becken ein bisschen zurück nach hinten. Du bist wieder irgendwann an den Punkt, da hebt der Vorderfuß ab. Das Bein kann sich lang strecken. Du kannst gerne hier bleiben. Alternativ, wenn du die Dehnung vertiefen möchtest, mit dem linken Fuß nochmal weiter weg, nach vorn krabbeln, wieder Becken zurücksinken lassen, Knie so nach eigener Möglichkeit sich strecken lassen. Gerade morgens oder nach einer langen Sitz- oder Liegephase im Alltag fällt es schwer, die Beinrückseite gleich so zu dehnen. Also achte einfach darauf, dass es nicht so sehr spannt in der Kniekehle. Wenn das für das rechte Knie gut ist, kannst du einfach alles ein Stück nach hinten verlagern und dich zum rechten Fuß und zur Ferse setzen. Und linke Ferse schiebst du weg, Oberkörper richtet sich auf und wenn es möglich ist, dann krabbel nach vorn und stell dir diese wunderbar schöne, liebevolle Verneigung vor dir selbst vor. Vor dir, deinen Möglichkeiten. Ist immer etwas sehr, sehr Wertvolles, auch mal mit so dieser Dankbarkeit dir selbst gegenüber in diesen Tag einzutauchen. Dich so anzunehmen, wie du bist. Einmal tief atmen in den Rücken. Und dann komm wieder nach vorn über den Vierfüßler bis zurück in den abwärts schauenden Hund. Finde Wohlfühlbewegungen. Mit dem nächsten Einatmen roll dich vor, hoher Liegestütz, ausatmend in die Bauchlage. Einatmend Cobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmend zurück in den abwärts schauenden Hund. Nochmal einatmend vor, hoher Liegestütz, ausatmend in die Bauchlage gleiten. Und jetzt die Sphinx, krabbel bitte mit den Unterarmen nach vorn und erheb den Oberkörper nach oben. Die Sphinx ist eine passive Rückbeuge. Hier geht es darum, gar nicht so viel mit Spannung zu arbeiten, sondern eine gute Position zu finden, in der du entspannen kannst. Schaufel dafür dein Becken etwas ein, Steißbein schiebt zurück, sodass der untere Rücken etwas mehr Länge bekommt in dieser Kompression, die er jetzt hat. Wenn du merkst, es komprimiert sehr stark dort, dann krabbel einfach mit den Händen weiter vor. Sinkst du automatisch mit dem Brustkorb etwas tiefer und im unteren Rücken ist es deutlich angenehmer. Oder eben, wenn es gut klappt, dann die Ellenbogen Richtung Schultern führen. Brustkorb schwebt hoch, während Beckenknochen schwer werden, der Bauchraum am Boden liegt und vielleicht sogar die untersten Rippen am Boden ankommen. Jetzt stell dir vor, du schickst die Atmung nach vorn an die Vorderseite. Atmest ein, nach vorn hoch Richtung Brustbein und entspannst im Ausatmen diese Rückbeuge. Und noch einmal tief durchatmen. Gerade auch die Einatmung kultivieren.
Und mit dem Ausatmen komm wieder zurück, die Hände wieder Richtung untere Rippenbögen. Einatmen, räkel dich hoch in die Kobra oder den aufwärts schauenden Hund. Ausatmen, schwing dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Drück die rechte Hand nach unten, heb dein rechtes Bein an, schieb die Ferse weit weg, winkel dein rechtes Knie, schieb die Fußsohle hoch Richtung Himmel und oben nach links. Und stell dir vor, du schiebst da so ein Luftpolster nach links weg mit dem Fuß, heb dein rechtes Knie an, atme tief durch, schau gern unter der rechten Flanke zur Seite. Wenn du mehr magst, komm auf die Fingerspitzen der rechten Hand. Nochmal einatmen, strecken und wegschieben und ausatmen, rechten Fuß nach vorn schwingen. Dreh das linke Bein auswärts, sodass die Ferse am Boden ankommt. Der Fuß nicht ganz so weit weg, sodass die Außenseite noch am Boden sein kann. Vielleicht die Fersen zu einer Linie zueinander. Rechtes Knie beugen. Jetzt krabbel mit beiden Händen nach links und ein paar Zentimeter weg. Und jetzt feder dein Becken ganz sanft nach unten. Dehn jetzt die Innenseite des linken Oberschenkels. Oh, wenn du magst, dann krabbel mit den Händen noch weiter weg und erlaub dem Herz, sich zur Erde anzuvertrauen. Ah, wieder tief durchatmen. Und dann komm wieder zurück. Rechte Hand nach außen. Hol den linken Fuß ein Stück ran. Vielleicht eine Fußlänge. So drehen leichte einwärts, dass die Zehen nach vorn zeigen. Und es richte dich nach oben auf. Das ist eine Variation des ersten Helden. Da das hintere Bein auswärts rotiert ist, ist die Hüfte jetzt nicht ganz nach vorn orientiert, also zur Matte. Das ist jetzt gewollt. Du kannst trotzdem gern die rechte Hüfte ein Stück zurückschieben in den Körper. Und jetzt richte den Brustkorb bitte nach vorn aus. So. Und das bedeutet, dass der Rumpf sich verwringt. Ja, und das ist für den unteren Rücken sehr schön belebend. Ja, so Oberkörper zeigt vor, Becken ist etwas nach links geöffnet, sink mit dem Becken etwas tiefer, atme ein, räkel dich hoch in die Welt und atme aus, bring die Hände an die Hüfte. Jetzt stützt die linke Hand ein Stück weiter nach hinten, da wo du jetzt gut Halt bekommst. Rechte Hand an den Hinterkopf und jetzt lehn dich sanft nach hinten an. Lehn den Kopf zurück, lehn den Schultergürtel ein wenig nach hinten an. Und atme nach vorn hoch, Rippe für Rippe nach oben Richtung Brustbein, um am Ende der Einatmung so einen ganz aufgefächerten Brustkorb zu haben, der nach oben schwebt und das Brustbein sich hebt. Und ausatmend, lass das Becken schwer werden nach unten. Einatmen nach vorn hoch, Rippe für Rippe Richtung Brustbein, Oberkörper leicht machen. Ausatmen mit dem Becken erden, letztes Mal. Einatmen, aufrichten, auffächern. Ausatmen, lehn dich ein bisschen weiter zurück. Und dann komm wieder nach vorn, atme ein, streck beide Arme hoch. Atme aus, bring die Hände zurück, einen Schritt zurück zum Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, ausatmen, tiefer Liegestütz oder ablegen oder schweben, einatmen, Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen, abwärts schauender Hund. Linke Hand nach unten drücken, 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 linkes Bein hochheben, winkel dein Knie, schieb die Fußsohle hoch in die Welt und oben nach rechts. Stell dir so ein Luftpolster vor, dass du nach rechts wegschiebst. Linkes Knie hebt nochmal hoch, linke Hand vielleicht auf die Fingerkuppen, unter der linken Achsel zur Seite lächeln in die Welt, die dich erwartet. Atme ein, streck dich, atme aus, schwing den Fuß vor. Ich mache einen kurzen Seitwechsel. Brauchst du nicht mitmachen, dass du mich besser siehst. Rechtes Bein dreht auswärts, setzt sich nach hinten ab. Linkes Knie beugt und jetzt feder dein Becken etwas tiefer. Die Dehnung des rechten Oberschenkels in der Innenseite. Die Adduktoren. Dann wandere mit den Händen ein Stück nach rechts. Atme tief. Bleib lebendig in dieser intensiven Dehnung. Vielleicht sogar dann noch, wenn du mit den Händen wegläufst und das Herz nach unten schmelzen lässt. Und dann komm wieder zurück.
linke Hand nach außen, hinteren Fuß rankrabbeln und dann ein bisschen einwärts drehen, also vielleicht so 45 Grad zur Seite. Schau, dass du einfach mit der Außenferse noch gut am Boden bleiben kannst. Und jetzt richte dich auf. Gut, linkes Knie gut beugen. Ups. So. Hüfte ist nach rechts orientiert. Ja? Nicht ganz nach rechts, aber so ein bisschen ist sie schräg nach rechts außen orientiert. Linke Hüfte zieht ein Stück zurück, dann kommt die rechte Hüfte automatisch ein Stück vor. Gut, Becken wird schwer. Rechtes Bein streckt sich und der Oberschenkel schiebt über die Innenseite weg. Rotiert also einwärts. Gut, jetzt den Oberkörper nach vorn orientieren. Brustkorb zeigt vor. Der gesamte Rumpf verwringt, verschraubt sich. Verlängere ihn hoch. Atme ein, streck dich aus. Und atme aus, bring die Hände zurück an die Hüfte. Als rechte Hand ein Stück weiter nach hinten aufsetzen, dass du dann Halt bekommst. Linke Hand an den Hinterkopf. Einatmen, reckel dich hoch. Ja, mit der Atmung Rippe für Rippe hoch Richtung Brustbein. Ausatmen, Becken nach unten sinken lassen. Und mach das weiter. Ja, es ist schon eine Rückbeuge, in der wir hier sind. Achte mir darauf, dass es für dich an gerade jetzt im unteren Rücken nicht so sehr drückt und kompensiert. Ein bisschen ist gut, weil es die Bandscheiben jetzt durchknetet. Zu viel ist nicht so gut, also schau, dass du das für dich anpasst. Und wenn du Lust hast, dann atme nochmal tief ein und vertief im Ausatmen diese Rückbeuge. Lehn dich ein bisschen weiter zurück. Ganz voller Vertrauen zu dir, aber auch zu dem Raum hinter dir, den wir so selten nur mit den Sinnen erfassen. Mal nach vorn hochatmen, das Brustbein heben. Und dann lässt es mal ausatmen, sanft zurücklehnen. Und jetzt einatmen, richte dich auf, streck die Arme nach oben. Ausatmen, komm wieder tiefer und zurück in den Hund. So, bleib einen Moment hier. Und jetzt räkel dein Becken nach rechts und links. Räkel die Beine. Und komm zum Vierfüßler. Einatmen, Pferderücken. Ausatmen, Katzenbuckel. Wenn es im Katzenbuckel jetzt im unteren Rücken sehr stark zieht, dann geh nicht tiefer in diesen Zug. Bleib da, wo es gut ist. Und jetzt noch ein paar Bewegungswellen, so wie am Anfang dieser Praxis, vom Becken Richtung Scheitel. Und verbinde die Atmung damit. Komm mit dem nächsten Ausatmen in die Position des Kindes. Bring die großen Zehen zueinander, die Knie nach außen. Schieb dein Gesäß Richtung Fersen. Jetzt können die Fersen sich nach außen öffnen. Wenn du magst, dann eine Unterlage unter die Stirn, vielleicht die Hände oder eine Decke. Räkel dich einen Moment in diese Geborgenheit, dieser Stellung. Und schick die Atmung ganz bewusst in den Rücken. Der gesamte Rücken, wenn du einatmest, breitet sich aus, fächert sich auf, bis in die Nieren. Das ist ein Moment des Innehaltens, bevor der Tag seinen Weg beginnt und weitergeht. Komm langsam zum Sitz nach oben. Finde einen guten Sitz. Auch hier nochmal kurz innehalten, die Augen schließen. Und dann mach wieder so kleine Bewegungen durch deinen Körper hindurch. So als eine Art Bestandsaufnahme, wie alles jetzt ist. Gibt es vielleicht jetzt noch eine Struktur, die sich freut, wenn sie sich mobilisieren darf? Vielleicht noch der untere Rücken, eine Matte,
vielleicht woanders. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Und wenn du das ausklingen lassen möchtest, dann finde einen gemütlichen Sitz, das Becken schwer, Oberkörper nach oben, leicht. Finde die Atmung, vertief sie. Jeder Atemzug schenkt dir Prana, die Lebensenergie. Lass sie uns einatmen, diese nährende, frische Kraft. Und jede Einatmung ist auch wie so eine kleine Bejahung, ein Ja für dich selbst. Ein Ja zu dir, so wie du bist, mit deinen Möglichkeiten, Fähigkeiten. Und dem, was dich durch diesen Tag hindurch tragen wird. Jedes Einatmen ist ein Geschenk für dich. Ja, ich bin. Bring die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Auch eine kleine Geste der Dankbarkeit. Die Hände berühren sich vor dem Herzen. Eine Dankbarkeit für das, was dich durch diesen Tag hindurch trägt. Dankbar für dich und für deine Umwelt. So mag die Energie des Herzens dich durch diesen Tag hindurch begleiten. Atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn du einatmest, dann schwing die Arme über die Seite hoch. Streck dich nach oben, atme aus, bring die Hände vor deine Stirn, dann vor den Mund, dann vor das Herz. Nochmal einatmen, die Arme zur Seite ausbreiten, nach oben bringen, ausatmen und alles wieder zurück zum Herzen bringen. Und gerne einmal verneigen. Mit einem Danke für die Zeit, die du fandest, dir schenktest. Und wenn du dich aufrichtest, dann öffne wieder die Augen. Ich danke dir für die Zeit und wünsche dir alles Gute für diesen Tag. Ich freue mich auch auf das Wiedersehen. Bis dann. Dankeschön. Namaste.